Jetzt sage ich euch einen Kümmelbroden, der irrsinnig einfach zu machen ist, geschmackig, unschlagbar ist und eine super Kruste hat. Für unseren Kümmelbroden brauchen wir einen Schweinsbauch. Ein Schweinsbauch mit einem Schwattel drauf ist ganz wichtig, sonst haben wir natürlich keine Kruste. Zum Kümmelbroden muss ich dazu sagen, es ist ein Gericht, das sehr gern zum neuen Jahr gegessen wird. Warum zum neuen Jahr? Weil es den Brauch hat, dass man zum neuen Jahr Schweindl essen sollte oder auch Fisch. Warum? Weil das Schwein mit seinem Rüssel immer nach vor rüffelt und im Gegensatz zum Händel das immer nach hinten schert. Heißt, das Schwein geht positiv ins Jahr und das Händel schert nach hinten ins alte Jahr. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Im Grunde genommen ist mir wurscht. Hauptsache ich habe einen super guten Kümmelbroten. Gut, was braucht man? Eben diesen Schweinsbauch mit der Schwarte. Ich bin da hergegangen und habe mir da extra angenommen, der etwas dicker ist, damit unten viel Fleisch dabei ist. Dann brauchen wir ordentlich viel Salz, Kümmel, Pfeffer und Knoblauch. Das war es eigentlich schon. Und ganz den Gewürzen, mehr werden wir nicht brauchen. Und ein Wasser, das brauchen wir auch dazu. Gut, wie gehen wir es an? Wir gehen hin. Wir wollen ja einmal dieses Schwattel knusprig haben. Das heißt, wir müssen es zuerst einmal weich machen. Dafür gehe ich her, nehme das Schwattel kurz raus und gib ein bisschen Wasser da rein, nicht alles, und lege jetzt das alles in den Bräter verkehrt rein. Ich gebe das jetzt ins Wasser, damit die Haut schön weich wird und das Ganze bei 130 Grad 30 Minuten Umluft in den Backofen. Das machen wir als erstes. So, der Kümmelbroten war jetzt eine halbe Stunde mit der Schwarte nach unten im Ofen bei 130 Grad. Was machen wir jetzt? 130 Grad ist gerade zum Angreifen, es ist halt warm. Jetzt schneiden wir die Schwarten ein. Dann nehmen wir uns das da raus. Das legen wir auf die Seiten. Und legen wir das einmal auf ein Schneidbrett. So, jetzt ist die Schwarte auch wunderbar weich, man spürt es. Und jetzt geht man her und sollte ein ganz scharfes Messer nehmen und schneidet man da so ein. Und ganz wichtig, schneidet es nicht zu tief ein, das heißt nicht bis ins Fleisch reinschneiden, weil sonst wird euch diese Schwarte total aufgehen. Das soll es ja nicht, es soll ja nur knusprig werden. Das heißt, bleibt es in der Fettschicht drinnen und so geht es. Ich habe schon gesehen, dass das Leute mit einem Stanley-Messer oder mit so einem Teppichmesser machen. Geht auch. Ist natürlich super scharf. Ich muss sagen, ja, wenn ich da jetzt vorher irgendwas mit einem Kleber oder was geschnitten habe mit dem Messer, muss ich nicht unbedingt am Schweinsbraten herumschneiden. Aber ihr seht, ein scharfes Messer tut das auch. Das geht wunderbar. Das schneidet man so ein. Und wenn das dann soweit ist, werden wir den Kümmelbroten noch gut würzen. Ich mache mir so ein Raster rein. Das schaut ganz gut aus. Nachdem wir das jetzt geschnitten haben, gehen wir jetzt her und werden das jetzt einmal alles würzen. Da gehe ich jetzt einmal her, gebe die Hälfte vom Salz da rauf. Ich kippe die Hälfte vom Pfeffer rauf und natürlich der Namensgeber, den Kümmel. Da können wir ordentlich drauf geben. Und das verreibe ich jetzt in diese Ritzen rein, die ich da gerade gemacht habe. Im besten Fall geht man jetzt schon her, man kann es ja schon reingeben in den Bräter, denn nämlich alles, was jetzt auf das Schneidbrettel fällt, sollte eigentlich in den Bräter reinfallen, damit die Gewürze nicht verloren gehen. Dann nehme ich ihn einfach und lege ihn da rein. Das Schneidbrett können wir weggeben, das braucht man nicht mehr. So, und das reibe ich jetzt gut ein. So. Gut, und jetzt treibe ich ihn auch unten ein. Gescheiterweise hätte ich ihn zuerst unten einreiben sollen, damit das jetzt nicht verloren geht, aber es macht nichts. So, da geben wir das Salz jetzt dazu, den restlichen Pfeffer und noch den restlichen Kümmel. Und das verreiben wir jetzt alles super ein. So, was jetzt noch kommt, der Knoblauch. Der Knoblauch, der kommt ebenfalls da drauf. Der wird genauso darauf geklickt. Am besten schaut, dass das so richtig schön in diese Schlitze reingeht. Weil das hält sich dann da drin.
Das restliche Salz nehme ich noch. Warum oben so viel Salz? Damit diese Kruste wirklich knusprig wird. Durch die Hitze dann mit dem Salz wird es richtig super knusprig. Wir haben jetzt alles. Eigentlich sind wir fertig. Ich gehe jetzt noch her an Fetzen brauche. Lass mich noch abwischen. Und was jetzt noch dazu kommt, ist das Wasser. Und in keinem Fall das Wasser jetzt auf den Braten rauf leeren, weil sonst wascht zuerst wieder alles runter. Ihr geht hin und leert dieses Wasser einfach in den Bräter und nicht auf den Braten. So, meine Lieben, das war das jetzt gewesen. So kommt das Ganze jetzt für 60 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen rein. Und dann, wie es weitergeht, sehen wir. So, unser Kümmelbraten war jetzt ein bisschen über 60 Minuten war er drin. So schaut es jetzt aus. Und was jetzt kommt, jetzt gehen wir her und müssen diesen Knoblauch da oben irgendwie runterkriegen, damit er uns nicht verbrennt, weil jetzt gehen wir es an, machen wir es knusprig. Der Knoblauch hat schon längst seins getan, er hat einen guten Geschmack angegeben. Ihr seht, ich versuche das einfach runter zu putzen, damit das da in den Saft reinfällt, und das tut es auch ganz wunderbar. Und jetzt haben wir natürlich auch den Kümmel oben gewaschen, aber den werden wir jetzt gleich wieder nachlegen. So, einmal noch. Ich habe das die ganze Zeit nicht übergossen oder eingestrichen oder was. Das habe ich wirklich 60 Minuten einfach da drin lassen. Übrigens, ich habe eins falsch gesagt. Ich habe euch gesagt, bei Umluft 180 Grad 60 Minuten. Nein, Ober- und Unterhitze gibt man, da schaltet man natürlich ein. So, jetzt gehe ich noch her, nimm ein bisschen Kümmel, den streue ich jetzt noch einmal da drüber. Das ist jetzt mehr für die Deko, dass das nachher wirklich gut ausschaut. So, und was machen wir jetzt? Jetzt drehe ich den Ofen auf Grillfunktion, Oberhitze, dass er wirklich von oben her wirklich ordentlich erhitzt wird, der Braten, und dass er auch wirklich die Krusten kriegt. Grundsätzlich wäre er ja schon fast fertig. Ich drehe da auf 230 Grad. Und das heißt, wir warten jetzt noch, aber ganz wichtig, haltet ein Auge drauf. Ich kenne euch einen Ofen nicht, wie viel Grad ihr da einstellt. 230 stelle ich ein, und ich habe da das Zeichen 2, also um die doppelte Stärke. Da würde ich wirklich dabei bleiben und einfach schauen. Ich schätze einmal so 5 bis 10 Minuten, 15 Minuten, wie gesagt, kommt am Ofen an. So lange warten wir. Jetzt wird die Kruste wirklich urrichtig kross. Also in ein paar Minuten geht es weiter. So, meine Lieben, der Kümmelbraten ist fertig. Wenn ihr euch das anschaut, er ist super krossig geworden. Wie man sieht, es ist wirklich aufgegangen wie Popcorn, wie ich diese Grillfunktion eingeschaltet habe. Ja, jetzt schauen wir sie einmal von drinnen an. So, ja, durch ist er, das merkt man. So, da schauen wir sich das jetzt einmal an. Und diese Rillen sind jetzt natürlich super. Entlang dieser Rillen kann man ja wunderbar schneiden. Man merkt, dass er krossig ist, und so schaut es dann innen aus. Ganz herrlich. Der Geruch ist purer Wahnsinn. Also, ich sage euch, ich freue mich schon. Jetzt wird nämlich gegessen. Macht euch dazu Semmelknödeln, einen guten Krautsalat dazu, und das Essen ist perfekt. Fürs neue Jahr ein Klassiker zu Mittag, und so wird es auch bei uns sein. Falls euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann seht ihr immer so typisch österreichische, pannonische, ostösterreichische Rezepte. Und wenn es euch gefallen hat, eben abonniert mich. Also, ich wünsche euch viel Glück dabei, und ich hoffe, dass es euch so schmeckt wie mir. Tschüss!